Hallo, ich bin Diana. Und ich bin Gerald. Und gemeinsam mit unserem Team sind wir Freunde fürs Leben. Jedes Jahr sterben in Deutschland fast 10.000 Menschen durch Suizid. Über 500 davon sind unter 25 Jahre alt. Damit ist Suizid die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen. Mit unserer Aufklärungsarbeit wollen wir daran etwas ändern. Was passiert ist, es laufen wahnsinnig viele Leute in einem Raum rum und denken alle, sie wären die Einzigen. Seit über 20 Jahren zeigen wir, dass es Hilfe gibt und wo. Denn niemand muss mit seinen Problemen alleine bleiben. Die Leute denken immer, sie wären die Einzigen und könnten mit keinem darüber sprechen. Stimmt gar nicht. Wir informieren. Vor allem junge Menschen. Online und offline. 80% der Suizide werden angekündigt. Mit unseren Aktionen und Kampagnen sorgen wir für Aufmerksamkeit. Entschuldigung. Unsere Strategie, darüber reden. Depressionen und Suizid dürfen keine Tabus mehr sein. Warum ist das ein Tabuthema? Natürlich, drüber reden, wie über alles. Ich muss mich dafür nicht schämen, weißt du? Eine seelische Erkrankung ist halt kein gebrochenes Bein. Das kann man halt nicht sehen. Man kann auch nicht mit einem Röntgenbild kommen und sagen, guck mal hier, kaputt. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mit jemandem darüber reden kann. Ich privat bin auch in Therapie. Wir stellen konkrete Forderungen an die Politik und an die Institutionen. Ich würde mir mehr Therapeutinnen mit Migrationshintergrund wünschen, auf jeden Fall. Und wenn wir überlegen, dass eben Lehrer nicht verbeamtet werden können, wenn sie Psychotherapien zugeben, dann muss ich schon sagen, ich glaube, es hackt. Wir produzieren Videos, Texte und Bilder, die es überall da gibt, wo junge Menschen sich im Netz aufhalten. Auf Social Media mit zehntausenden Followern, täglichen Stories, Reels, Tipps, Interviews und nützlichem Wissen rund um seelische Gesundheit. Hilfe holen ist immer was Gutes. Das ist eine gute und wichtige Frage. Denn schauen wir uns die Symptome an, dann gibt es echt ganz schön viele Überschneidungen. Natürlich haben wir auch einen eigenen Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Bei uns kommen Menschen zu Wort. Und ein Großteil der Menschen, die tatsächlich sich das Leben nehmen, die haben auch eine depressive Erkrankung im Hintergrund. Ich hatte auch enorme Suizidgedanken und auch sehr realistische Suizidgedanken. Und das war für mich auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so geht das nicht weiter. Also wenn ich das Gefühl habe, dass mit mir was nicht stimmt, würde ich als erstes zum Hausarzt gehen, dem berichten, was los ist und eine Überweisung für eine Psychotherapie dort beantragen. So, wisst ihr Bescheid. Und seid jetzt auch Freunde fürs Leben. Denn wenn die Seele krank ist, braucht sie Hilfe. Das eigene Leben ist einfach unersetzbar so und deshalb ist jede Person einfach wichtig und keine Person sollte denken, dass sie hier nicht gebraucht wird.